Für mich ist es sehr, sehr wichtig, wenn ein Gesamtkunstwerk auf der Bühne stattfindet. Und ich denke, das haben wir hier bei diesem Berliner Rosenkavalier bestimmt, weil wir nämlich nicht nur die großartige Musik mit einem fantastischen Orchester wie die Berliner Staatskapelle, mit einem, wie soll ich sagen, ein Dirigent, der in Wien groß geworden ist, dort studiert hat, Österreich liebt, Zubin Mehta, dann einen mit Leib und Seele Österreicher, André Heller, der wirklich so viele Talente hat, eine fantastische Bühnenbildnerin, Künstlerin, die Frau Hauser und dann die Kostüme von Herrn Abesser. Ich meine, da sind so viele Talente, die hier mitmachen, also da muss doch was Tolles rauskommen.